Einige von ihnen waren schon öfter hier, im Blumenpark von Chiang Mai im Norden Thailands. Aber das werden sie wohl schon bald wieder vergessen. Denn die Frauen und Männer aus Deutschland und der Schweiz teilen ein gemeinsames Schicksal. Sie leiden an einer unheilbaren Krankheit, an Demenz, manche an Alzheimer. Wissen Sie denn jetzt, wo Sie sind hier? Nein. Where am I? In Thailand. I'm in Thailand, yes. Yeah. How long am I here now? Und jetzt bin ich noch nicht lange da. You stay in Thailand, it's going 2 years. 2 years. Already I'm here. Yes. My goodness me. Hab keine Ahnung gehabt. Really? So long? Yes. Naja. Der Ausflug ins Paradies ist keine Urlaubsreise. Er ist Teil der Therapie. Denn diese Demenzkranken haben ihre Heimat verlassen, um ihren Lebensabend in Thailand zu verbringen. Auch Wilhelm hat sich zu diesem Schritt entschieden. Vilai Lak, eine seiner Betreuerinnen, ist ständig an seiner Seite. Ich möchte wissen, wie alt du mich einschätzt. Ah, 70? Nein, am 1. Dezember werde ich 93 Jahre alt. Nein. Ja. He's 93 years old. No. Nein, er ist 83 Jahre alt. Er hat es vergessen. Ja, 83. Wie alt bist du? Papa, wie alt bist du? 83, das yes, auf Dezember, ja. Was vermissen Sie denn? Ja, was vermissen Sie? Ich vermisse eigentlich nichts hier. Was ich vermisse, ist meine Tochter natürlich. Ich sage Papa zu ihm. Ich wecke ihn, bringe ihn zur Dusche und rasiere ihn. Ich mache alles für ihn. Am Stadtrand von Chiang Mai liegt das neue Zuhause der Demenzkranken. 10 Patienten werden hier rund um die Uhr gepflegt, unabhängig von der Schwere ihrer Erkrankung. Der Gründer des Heimes ist selbst ein Betroffener. Vor 8 Jahren starb die Mutter von Martin Wodli an der tückischen Krankheit. Danach entschloss er sich, anderen zu helfen. Jede Klasse hat 3 Betreuerinnen für sich alleine, die sich abwechseln. Es ist einfach so, dass thailändische Betreuerinnen zu älteren Leuten dann einen zärtlichen Umgang haben. Sie berühren sie, sie streicheln sie. Und das kommt sehr gut an. Was in deutschen Pflegeheimen aus Zeitgründen oft nur selten möglich ist, gehört hier zum Alltag. Nähe, Liebe und Respekt. Rund 2000 Euro kostet ein Pflegeplatz im Monat. In der alten Heimat wären es mehr als das Doppelte. Wenn die Person das realisiert, dass da etwas abgeht, dann ist es am schwierigsten. Und da reagieren die meisten dann mit Trauer oder mit Wut, Aggression. Und wenn es dann weitergeht, wenn sie sich dann führen lassen, dann wird es wesentlich einfacher. Also wenn sie ihr Krankheitszustand dann gar nicht mehr realisieren als Krankheit, sondern einfach sich führen lassen. Und so wie eine Entwicklung zurück zum Kind. Manfred, du kennst mich, ja? Ja. Auch Manfred Schlaupitz ist schwer erkrankt. Zusammen mit seiner Frau Hilde bewohnt er einen der Heimbungalows. Der 75-Jährige kann nur noch ein wenig schreiben, sprechen kann er nicht mehr. Ein deutsches Pflegeheim kam für Manfred nicht in Frage. Er war ja zuerst mal 3 Monate hier. Das war zur Probe sozusagen. Und am Ende dieser 3 Monate wollte ich gerne seine Meinung haben, ja, ob ich das Richtige tue. Und dann habe ich ihm einen Zettel hingelegt und drauf geschrieben, möchtest du wieder mit nach Hause? Und dann hat er aber sofort geschrieben, besser hier. Und das war wichtig für mich, den Zettel habe ich schön aufgehoben. Ja. Besser hier hast du geschrieben, sofort. Kurz vor seiner Pensionierung vor 10 Jahren zeigten sich bei Manfred merkwürdige Symptome. An Alzheimer dachte das Paar zunächst nicht. Schließlich änderte sich Manfreds Verhalten auf dramatische Weise. Hat komische Sachen plötzlich gemacht. Beim Autofahren, also unvorsichtig dann. Ach, Blinker ist Quatsch oder irgendwie so zu unser Enkelkind gesagt, leg mal die Füße auf den Tisch, dann kriegst du eine Belohnung von der Opa. Und plötzlich kein Interesse an Autos mehr und mit dem Geld die Rechnungen plötzlich nicht mehr bezahlt, so langsam, war immer sehr genau, immer eher eine Woche vorher alles und so Sachen.
Aber es ging schleichend und man scheut sich, zum Arzt zu gehen, weil er wollte eigentlich auch nicht. Inzwischen ist Manfred völlig orientierungslos. Die Diagnose lautete auf frontotemporale Demenz, eine besonders schwere Form der Krankheit. Abendliche Gymnastikstunde vor einem der 6 Heimbungalows. Ständig kümmern sich mehrere Betreuer um die 10 Patienten. Pflegebedingungen, die in Deutschland kaum möglich wären. Zwar ist die Krankheit unheilbar, doch die dauernde Umsorgung der Patienten führt bei ihnen zumindest ein wenig zu Wohlbefinden. Die Leute bewegen, das ist etwas ganz Wichtiges. Sonst verkümmern sie in sich und driften immer mehr ab in eine Innenwelt und dann sind sie dann einfach unbeweglich und verkümmern so, wenn man nichts mit ihnen macht. Wilhelms Gedanken kreisen nur um die Vergangenheit. Der Schweizer war ein erfolgreicher Hotelmanager. Erinnern kann er sich nur noch an seine Zeit als Page vor mehr als 50 Jahren. Was haben Sie denn für einen Beruf gemacht? Beruf gemacht in jungen Jahren. Ich habe in einem Hotel gearbeitet, oder? Dort musste ich alle Wohnräume musste ich staubsaugen und alle Schuhe putzen und so weiter. Ich habe sehr viel Trinkgeld gemacht bei vielen Leuten, bevor sie das Hotel verlassen haben, oder? Wilhelm wohnt in Haus Nummer 6. Seit 3 Jahren bringt ihn jeden Abend dieselbe Pflegerin zu Bett. Um vorn bekommt 200 Euro im Monat. Sie ist Wilhelms Bezugsperson, ihr vertraut er. Nachts schläft und wacht die gelernte Krankenschwester neben seinem Bett. Eine Betreuung, die in Deutschland undenkbar wäre. Wie fühlen Sie sich, wenn jetzt Amphong hier bei Ihnen schläft? Ist das ein gutes Gefühl? Ja, ich fühle mich nicht allein. Ich fühle mich gut umsorgt hier. Das ist mein Job. Ich muss immer aufpassen, falls er mal hinfällt. Das ist gefährlich. Bewegung, Nähe und Ansprache. Für Alzheimer-kranke Menschen ist dies besonders wichtig. Jeden Morgen machen sich Manfred und seine Frau mit Tai, der Pflegerin, auf dem Weg zum nahen Tempel. Die Ärzte hatten dem Ingenieur noch 2 Jahre gegeben. Das war vor 5 Jahren. Trotzdem weiß Hilde, dass ihnen nicht mehr viel Zeit bleibt. 42 Jahre ist das Paar verheiratet. Ein Zurück nach Deutschland wird es für Manfred nicht mehr geben. Er will nicht und er darf auch hier bleiben. Also das ist, ich will, dass er hier bleiben soll und auch hier die, also das heißt, wir würden wohl etwas von der Asche mitnehmen können. Das habe ich auch so mich vorgestellt. Ein Teil davon hier im Tempel, ein Teil mit nach Hause und so ist es geplant, ja. Leben und Sterben in Würde. Auch im Land des Vergessens ist die letzte Heimat da, wo man sich zu Hause fühlt.